Okay, dann lege ich mal los. Also ich würde einmal beschreiben, nicht wie ein Text entsteht, sondern wie der Anfang des Schreibens aussehen kann oder wie er bei mir tatsächlich oft aussieht. Und ich mache das ausgehend von einem Beispiel aus Büchners Bestiarium. Es gibt in Büchners Woyzeck, das ist jetzt einfach die Reklamausgabe dazu, eine sehr berühmte Szene, in der Woyzeck von dem Doktor dazu gezwungen wird, an einem Menschenexperiment teilzunehmen. Er muss Erbsen essen und immer nur Erbsen, soll seinen Urin abgeben. Und gleichzeitig ist es so, dass der Doktor vom Woyzeck immer noch Handlangerdienste haben will. Er möchte nämlich unter anderem Tiere gebracht bekommen. Und der Doktor im Woyzeck, das muss man kurz dazu sagen, ist eine in der Forschung total umstrittene Figur, weil der ziemlich verrückte Sachen immer mal wieder sagt. Er sagt zum Beispiel zu Woyzeck ziemlich meckernd: Stoß er mir nicht ans Mikroskop, ich habe eben den linken Backzahn von einem Infusionstier darunter. Infusionstiere sind diese kleinen Amöben, die man unter dem Mikroskop sieht, also so ganz einzeln. Man denkt sich, Backzahn, hat ja noch alle Tassen im Schrank. Und dann ist es aber so, dass die Büchner-Forschung in den 80er Jahren herausgefunden hat, dass es tatsächlich ein Jahr vor der Niederschrift von Büchner eine Forschung gab von einem Biologen, der sich diese Infusionstiere angeschaut hat und etwas über die Kauwerkzeuge der Infusorien geschrieben hat. Und da gibt es Abbildungen und da sieht man tatsächlich so etwas, was wie Backenzähne aussieht. Das kannte Büchner, das kann man mittlerweile auch nachweisen. Also sieht man, das ist ein Doktor, der nicht total durchgeknallt ist, sondern der sich mit richtig Cutting-Edge-Forschung auseinandersetzt. Das ist das, was gerade da erkannt wird. Das ist etwas, was die Büchner-Forschung schon rausbekommen hat. Und gleichwohl gibt es weiterhin eine Diskussion darüber, ob dieser Doktor nicht doch eigentlich eher ein Scharlatan ist oder ob er eben ein guter Wissenschaftler ist. Und in dem Zusammenhang fragt der Doktor auch Woyzeck, ob er ihm Tiere mitgebracht hat. Er sagt, hat er mir Frösch gefangen, hat er Laich, keine Süßwasserpolypen, keine Hydra, Veretillen, Cristatellen. Also er sagt, bring mir lauter Tiere, die ich untersuchen kann. Und man kennt natürlich Frösche, man kennt Laich, Süßwasserpolypen kann man sich auch noch etwas drunter vorstellen. Und dann aber keine Hydra, Veretillen, Cristatellen. Hydra, Veretillen, Cristatellen. Man will vermuten, das sind wahrscheinlich alles Polypen. Und dann sage ich, okay, das interessiert mich jetzt. Jetzt interessieren mich, also ich schaue mir natürlich alle an, Hydra, Veretillen, Cristatellen, aber jetzt nehme ich mal die Veretillen. Und dann gibt es zum Glück so etwas wie die Marburger Büchner-Ausgabe, die historisch-kritische Ausgabe, das hier ist der Woyzeck in klein, das ist der Woyzeck in groß. Und der ist unter anderem deshalb so groß, weil nicht nur verschiedene Textstadien drin sind, sondern auch ein sehr, sehr ausführlicher Kommentar. Und da finde ich dann im Kommentar, der Kommentar sieht dann so aus, zu den Veretillen die Erklärung, dass das Wort Veretillen aus der Reihung Süßwasserpolypen, Cristatellen erschlossen ist. Und Veretillen seien, so steht es hier, eine erstmals 1803 von Georges Cuvier beschriebene Gattung der Salzwasserpolypen. Dann denke ich, okay, jetzt gibt es zwei Sachen, die sind daran noch wert, genauer angeschaut zu werden. Zum Ersten, was heißt aus der Reihung erschlossen? Dann gibt es in diesem Fall dieses schöne Buch, das sind nämlich die Faksimiles der Handschriften von Büchner. Das sieht man hier, ich halte das mal so Richtung Kamera, es ist völlig okay, wenn man da nichts erkennt, weil man erkennt da nichts. Ja? Also es ist wirklich Büchner hat eine furchtbare Sauklaue und es gibt manche Menschen, die können diese Sauklaue so ein bisschen lesen, aber selbst diejenigen, die das sehr, sehr gut können, scheitern an diesem Wort. Das ist nämlich tatsächlich, da kann man so nah rangehen, wie es will, das ist das, was als Veretillen gelesen wird. Veretillen, und es ist total abgerieben
Es ist total geschmiert, es ist ganz am Rand, deshalb macht Büchner es so runter, dann hat er noch eine Zeichnung drüber gemacht, das ist ganz schrecklich, also wirklich der Horrorfall für einen Philologen. Aber da sagt man, na ja, okay, da steht Polypen, da steht vorne dran Hydra und hinten dran Kristatellen und Hydra, Kristatellen sind Polypenarten, dann sage ich, na ja, dann ist bestimmt die nächste Polypenart da auch mit gemeint und tatsächlich Veretillen ist auch eine Polypenart. Das findet man in der Forschung der Zeit. Jetzt gibt es aber ein echtes Problem. Veretillen sind, das steht ja schon in dem Kommentar drinne, nicht etwa Süßwasserpolypen, sondern Salzwasserpolypen. Wo soll der gute Wojciech bloß Salzwasserpolypen herbekommen haben? Keine Chance. Das spielt historisch in Leipzig, selbst wenn man nicht Leipzig annimmt, dann spielt es irgendwo am Land des Meeres weit, weit weg. Der kann keine Salzwasserpolypen anbringen. Also würde man jetzt sagen, aha, der Doktor ist entweder wirklich fies zu Wojciech oder aber eben doch ein Scharlatan, der keine Ahnung hat. Wojciech kann keine Salzwasserpolypen anbringen. Gut, das wäre jetzt eine Lesart, mit der man vorläufig zufrieden sein könnte, aber ich wäre damit nur vorläufig zufrieden. Ich würde mich jetzt als nächstes aufmachen und Sie sehen, es ist so ein Problem, das mich dann fesselt. Das hat was, ich denke, da kann irgendwie noch nicht alles zu gefunden und gesagt sein. Da muss ich noch weiter gucken, ich muss jetzt rauskriegen, wie kriege ich diese Unstimmigkeit interpretiert oder gelöst. Und dann kenne ich mich bei Büchner gut genug aus, um zu wissen, dass einer seiner Lehrer ein Arzt und Zoologe namens Wilbrand war. Und Wilbrand hat ein Handbuch der Naturgeschichte geschrieben. Das ist der Stand, den Büchner kannte. Und da denke ich dann, naja, der hat bestimmt auch was über Polypen geschrieben. Und dann gehe ich ganz, also in diesem Fall sehr, sehr simpel, Google Books. Wilbrand, Handbuch der Naturgeschichten, Polypen und guck mal, was der finde und sehe, aha, da gibt es offenbar eine ganze Reihe Treffer. Ich finde da also etwas über Polypen. Das ist das Handbuch der Naturgeschichte, das dann sofort aufploppt. Dann suche ich mir die Treffer zu den Polypen raus. Da kriege ich hier die Trefferliste und kann sagen, okay, da gehe ich hin. Und dann fange ich an, diesen Polypeneintrag mir anzuschauen, der Büchners Wissensstand entspricht. Und finde dann dort, dass es tatsächlich diese Veretillen gibt. Das ist total richtig. Die werden eingeordnet bei den Salzwasserpolypen. Aber ich finde auch, dass es eine eigene Kategorie gibt, die nicht etwa Süßwasserpolypen genannt wird, sondern ein bisschen umständlicher Bewohner des süßen Wassers. Ja? Also Polypen, die im Süßwasser wohnen. Und bei diesen Süßwasserpolypen gibt es jetzt in diesem Text neben den Kristatellen auch noch eine weitere Polypenart, die nämlich Vorticellen heißt. Vorticella Atentorea, die direkt neben den Kristatellen da steht. Und jetzt habe ich aus dieser Entdeckung einen alternativen Vorschlag dafür, was man da lesen kann. Und die Büchner-Ausgabe sagt, aus der Reihung erschlossen. Ich mache jetzt genau das Gleiche, ich nehme nur eine andere Reihung. Ich sage, ich kann eine Reihung machen, bei der es viel, viel plausibler ist, nicht Veretillen, sondern Vorticellen zu nehmen. Und Veretillen und Vorticellen, das hört man ja schon, das schreibt man wahnsinnig ähnlich. Das kann man, also das V am Anfang kann man gut erkennen, dass sich da hinten irgendwie was verwischt. Ist etwa gleich lang, Veretillen und Vorticellen. Wirklich zwei sehr, sehr ähnliche Worte im Schriftbild. Kann man gut begründen. Dann kann ich jetzt wieder hier ins Manuskript reingehen und schau mir nochmal so gewissermaßen Buchstabe für Buchstabe einzeln an, was da zu sehen ist und komme zu zum Ergebnis, dass Vorticellen, dass das Wort, das da steht,
Vortizellen mindestens genauso ähnlich ist wie Verretillen. Also es ist wirklich vom Blick her mindestens genauso plausibel und es ist von der Reihung natürlich viel, viel plausibler, wenn der Doktor einfach Süßwasserpolypen haben will. Also würde ich jetzt Folgendes sagen, die Lesung, die hier vorgeschlagen wird und die in allen Büchner-Ausgaben bis jetzt zu finden ist, Verretillen stimmt nicht, ich mache einen Gegenvorschlag, es ist Vortizellen. Und jetzt könnte man sagen, naja, so verrückt muss man erstmal sein, sich für diesen Unterschied zwischen Verretillen und Vortizellen zu interessieren. Aber, und das ist das Entscheidende, es hängt daran, wie ich den Doktor interpretiere. Weil die Doktorfigur ist ein schlechter Wissenschaftler, wenn er Verretillen sagt, und ein guter Wissenschaftler, wenn er Vortizellen sagt. Das heißt, man ist jetzt an der Position, dass ich sagen kann, ich habe zwei mögliche Interpretationen dieser Doktorfigur. Ich kann nämlich sagen, boah, ein schlechter Wissenschaftler, der total fies ist zu Wolzeck. Also ein schlechter Wissenschaftler und ein schlechter Mensch. Das ist eine Möglichkeit. Meine Gegenlektüre wäre zu sagen, er ist ein guter Wissenschaftler und trotzdem ein schlechter Mensch. Das heißt, guter Wissenschaftler zu sein, ist noch keine moralische, ethische Qualifikation. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und dadurch wird gewissermaßen das ethische, moralische Vergehen des Doktors nur noch größer, dadurch, dass er als Wissenschaftler eigentlich ernst zu nehmen ist. So, das wäre jetzt mal das Ende meiner Interpretation. Und wenn ich das jetzt schreiben würde, und wenn ich es schreiben werde, dieses Kapitel, und ich habe es noch nicht geschrieben und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, es zu schreiben, es gibt es echt so als kleine Notizen und so, wie ich es gerade erzählt habe, in meinem Kopf, würde ich das genau als eine solche Geschichte erzählen. Als diese Geschichte eines Verständigungs- und Durcharbeitensprozess dieser Ausgabe, dieser Werke, dieser Auseinandersetzung, weil ich alles, was da gemacht wurde in der Büchnerforschung, ist nicht einfach so, dass ich sagen würde, naja, die haben halt keine Ahnung, sondern das ist alles die Voraussetzung dafür, dass ich wiederum überhaupt zu diesem Ergebnis kommen kann. Das wäre mir gar nicht aufgefallen, dass da so etwas Interessantes liegt, wenn das schon immer richtig gelesen worden wäre, könnte man sagen. Das heißt, die Fehllektüre, die Fehllesung, dass da erst Verretillen gelesen wird, ist etwas, was ich als Kapital oder Qualität nutzen kann, um zu einem Argument zu kommen und um mein Argument klarer zu machen. Das heißt, ich würde in diesem Fall, nicht würde, sondern wäre in diesem Fall, meinen Text als gewissermaßen als Detektivgeschichte schreiben. Also wie finde ich ein Problem, wie finde ich Indizien, wie baue ich das zusammen und auch welche verschiedenen Positionen kann man zu dieser Frage einnehmen und welche Position ergibt sich, wenn man sich dafür entscheidet, da Vortizellen zu sagen und nicht Verretillen, womit ich gleichzeitig markiert habe, hier wird eine Position und zwar meine Position vorgeführt. Das wäre so ein kleines Beispiel für die Art und Weise, wie ich am liebsten Texte schreibe.